Die olympischen Werte, Höchstleistung, Freundschaft und Respekt bilden weltweit die Basis für einen sicheren, fairen und erfolgreichen Sport. Die Ethikcharta und das Ethikstatut sind die Grundlage für einen wertvollen Schweizer Sport. Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer sowie alle Beteiligten dürfen darauf setzen, dass in ihrer Sportart, im Verein und Verband diese Werte gelebt werden. Und die Würde aller beteiligten Menschen an erster Stelle steht. Doch was schützt eigentlich die Würde der Menschen im Sport? Und was verletzt sie? Alle Beteiligten sind gefordert, ihre Handlungen immer wieder zu reflektieren. Der Sporttrainer Tom fragt sich darum oft: Bewege ich mich im grünen Bereich? Gibt es irritierende Situationen im grauen Bereich? Tom und alle Beteiligten bewegen sich in den vier Bereichen Macht, Ideale, Nähe und Druck. Durch Macht können positive Veränderungen bewirkt werden. Macht kann aber auch missbraucht werden. Ideale spielen eine große Rolle. Manche fördern den Teamgeist, andere können zu extremen Ansichten führen. Auch Beziehungen sind wichtig. Sie brauchen eine angemessene Nähe, sowohl körperlich als auch emotional. Ebenso wichtig ist die schützende Distanz. Sport ist oft mit Druck verbunden. Angemessener Leistungsdruck ist förderlich. Zu viel davon kann Stress auslösen. Es geht um das richtige Maß. Sowohl ein zu viel an Macht, Ideale, Nähe und Druck, als auch ein zu wenig hat im Sport keinen Platz. Tom ist mit unterschiedlichsten Situationen konfrontiert. Reagiert er richtig? Reagiert er angemessen? Ein Beispiel aus seinem Training. Es ist Mittwochnachmittag und das Training ist vorbei. Tom verabschiedet sich von den Kindern. Alle gehen in die Garderobe. Kims Vater wartet mit den anderen Erziehungsberechtigten, bis die Kinder fertig sind. Die Kinder brauchen heute ungewohnt lange beim Umziehen. Tom hört ein Schluchzen in der Garderobe. Was ist passiert? Muss Tom sofort handeln? Was ist angemessen? Tom wartet nicht lange und klopft an die Türe. Er kündigt sich verbal an und betritt dann die Garderobe, um zu sehen, was sich dort abspielt. Wir analysieren das Geschehene mit dem Swiss Olympic Ethik Kompass. Handelt Tom rollenklar? Was geht? Was geht nicht? Der Trainer Tom trägt die Verantwortung rund ums Training. Er schaut hin und handelt. Er klopft und kündigt sich an, weil er sich bewusst ist, dass er als Trainer einen intimen Raum betritt. Zurück zu unserem Beispiel. Kim hat beim Anziehen den Kopf angeschlagen. Sie hat eine Beule. Tom schaut ihre Beule kurz an, erkennt, dass nichts blutet und fragt, ob Kims Eltern sie abholen. Dann gehen sie zusammen aus der Garderobe und Tom erklärt Kims Vater kurz, was vorgefallen ist. Finde das richtige Maß. Dein Swiss Olympic Ethik Kompass. Orientierungshilfe, Handlungswegweiser und Sensibilisierungstool in einem. Jetzt kennenlernen.